Und schon wieder zurück bei Mass Effect Andromeda, wo wir auf Kadera unterwegs sind. Mal wieder. Es ist irgendwie, ich gewöhne mich daran, das zu sagen. Wir sind auf Kadera unterwegs. Warte mal, das Auto steht da unten? Ah, guck mal. Da steht unser Auto. Haben wir geparkt. Wir müssen aber gar nicht zum Auto laufen, fällt mir gerade ein. Denn wir können ja auch einfach hier... Ja, weißt du was, wir laufen zum Auto und fahren dahin. Der Weg ist fast gleich lang. So. Und erkunden Reliktruinen für Pebi. Ich hoffe, es sind die letzten. Wobei ich die Vermutung habe, dass wir vermutlich noch auf die... beziehungsweise in die Reliktruinen auf Volt eindringen müssen. Denn ich glaube, da waren wir noch nicht für sie. Ja, ich weiß, hier wird gerade wieder Verstärkung rangekarrt. Oh, sorry, sorry. Oh, sorry. Eieieiei. Das tut mir leid. Das ist, wenn man hier mitten auf der Autobahn landet, keine gute Idee. Huch, was war das denn? Hat er gerade die Region nachgeladen, sind mal kurz zurückgesetzt worden. Na gut. Wenn das mal nicht die Konkurrenz ist. Was, die Gesetzlosen besiegen? Sieht aus, als würden hier Banditen lagern. Seid ihr hier? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Hey, Pathfinder, suchen Sie diese Ruinen hier? Wer redet hier mit mir? Hallo? Hallo? Okay. Ja, ich suche diese Ruinen hier. Das ist richtig. Krennet glaubt nicht, dass wir sie besiegen können, aber das werden wir. Wer redet hier mit mir? Hallo? Nun. Vermutlich waren es die Leute da hinten, aber trotzdem ein bisschen seltsam. Wo habt ihr die denn her? Hey. Lass Pock in Ruhe. Okay. Suchen wir das Tech-Teil, das Phoebe braucht. Die haben die auch modifiziert. Guck mal. Okay. Suchen wir das Tech-Teil, das Phoebe braucht. Was ist das? Das habe ich schon gescannt, ne? Ja. Naja, hier waren wir ja auch schon mal. Ist ja nicht so, als wäre das ein unbekannter Ort. Die haben aber einiges hier aufgebaut. Krass. Suchen wir das Tech-Teil, das Pebi braucht. Wo? Wir sind in der Nähe. Zeigt er uns zumindest an. Hier. Überprüfe diesen Container. Diesen Container. Welchen Container? Ach, den da. Leer. Aber da ist ein Datenpad. Scheint eine Nachricht für uns zu sein. Hoffentlich haben meine Jungs einen guten Kampf geliefert. Aber sie sind zu langsam, Pathfinder. Ich habe bereits, was sie suchen. Ich treffe sie und ihre Asari in Kadera Port. Sie können die Tech von mir kaufen. Ende. Ich brauche dieses Teil, Ryder. Dann haben wir jetzt wohl eine Verabredung mit einem nervtötenden Banditen, der sich für eine ernsthafte Konkurrenz hält. Okay, pass auf, der sagt, wir können die Tech von ihm kaufen. Das heißt, er ist eigentlich nicht wirklich interessiert an der Tech, es sei denn, es ist irgendeine Falle, die er uns vielleicht gestellt hat, so nach dem Motto, ja, ja, kannst du kaufen und dann bringen wir dich um. Und es stehen eigentlich andere Interessen dahinter, aber wenn es wirklich so sein sollte, dass er diese Tech an uns verkaufen möchte, dann ist das ein sehr schlechter Deal, den er gemacht hat, es sei denn, er setzt den Preis so absurd hoch an, dass wir gar nicht darauf eingehen können, sondern andere Wege finden, um dieses Teil zu bekommen. Denn er hat
wirklich, wirklich viele Söldner in den Tod geschickt. Inklusive Ausrüstung, inklusive aller Dinge, die dafür benötigt sind, wie zum Beispiel Schiffe, die sie von Planet zu Planet bringen, um an ein Reltec-Teil zu kommen, um es dann zu verkaufen. Warum? Ich habe Fragen. Und ich bin mir nicht sicher, ob er sie logisch beantworten kann. Das weiß ich gerade nicht. Gucken wir mal. Nun. Ach, unten, okay. Nee, hier. Die schwergängigen Türen von Kadera. Können wir gehen? Bitte. Warten Sie darauf, dass dieser Kroganer auftaucht? Ich muss ihm nur die Reltec abkaufen, damit ich meinen Reliktscanner perfektionieren kann. Er und seine Leute tauchen bei allen Ruinen auf, die wir durchsuchen. Das kann einfach kein Zufall sein. Ich denke, sie könnten uns vielleicht irgendwie folgen. Das hat uns gerade noch gefehlt. Parasiten. Wenn man etwas Interessantes macht, erregt man nun mal Interesse. Ryder, bitte komm, wir haben ein Problem. Ich höre, Kello. Wir hatten hier einen Eindringling. Er hat sich an Bord und in Peeves Quartier geschlichen. Ihr Bot ist weg. Pock? Bitte was? Das Quartier ist direkt auf der Brücke. Wie zum Teufel konnte das passieren? Das können wir noch nicht mit Gewissheit sagen. Da wusste jemand genau, was er zu tun hatte. Sie haben ein beeindruckendes Stück Reltec und eine aufgezeichnete Nachricht hinterlassen. Ich übermittle sie jetzt. Ryder, hier ist Kalinda Terev, Pelisarias... Naja, es was auch immer sie mich inzwischen bezeichnet. Danken Sie ihr bitte von mir für den schicken Bot. Ich nehme an, die Reltec, die meine Crew an sich genommen hat, kann als adäquate Bezahlung betrachtet werden. Oh, und Sie müssen nicht auf meinen kroganischen Freund Krennit warten. Er und seine Banditen arbeiten für mich. Ta! Oh, verdammt, warum kann sie mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ich vermute, Sie beide hatten eine Beziehung? Wieso? Glauben Sie, sie ist auf mich fixiert oder so? Um meinen Scanner fertigzustellen, brauche ich Zugriff auf die Speichereinheit in Pock. Kalinda war schon immer anstrengend. Für einen Kick würde sie alles tun. Und wenn sich dabei auch noch Profit machen lässt, umso besser. Es tut mir leid, dass Sie in diesen Mist mit reingezogen werden, Ryder. Aber Sie müssen sich damit nicht befassen. Ich regle das schon. Versprochen. Hey! Wir stehen das gemeinsam durch. Danke. Sobald ich einen Ansatz habe, wie wir Pock zurückbekommen können, melde ich mich. Oh, das Miststück hat mein Bot gestohlen. Nein, ich habe Pock bei mir die ganze Zeit. Wieso? Hey Ryder, seit Sie sich mit den Machthabern hier gut gestellt haben, ist der Durchschnittsbandit mir gegenüber lange nicht mehr so feindselig. Wie viel Feindseligkeit verteilen Sie? Ach, Sie kennen mich doch. Wenn ich nicht hin und wieder ein paar Schürfwunden abkriege, werde ich nervös. So, Entschuldigung, das war der obligatorische Mass Effect Nieser. Okay, Pock ist also weg. Dürfen wir Pock denn noch benutzen? Vermutlich nicht. Oder? Wie zum Teufel ist jemand an Bord der Tempest gekommen? Hat sich auf die Brücke geschlichen, in Anführungszeichen? Was gibt's? Da hinten ist er doch! Guck da! Ich sehe ihn doch! Oh, ah, da! Da ist Pock! Okay, alles klar. Ich versuche das nicht zu hinterfragen. Aber sie haben ja offensichtlich was hinterlassen. Warten, bis Peeves sie wegen Pock kontaktiert. Grüner Bereich? Grüner Bereich?
Ihnen stehen noch ALP zur Verfügung, Pathfinder. Ja, danke. Ryder, hey. Kello hatte recht. Das Einzige, was fehlt, ist Pock. Ich hasse die Vorstellung, dass Kalinda hier rumgeschlichen ist. Mit ihren neugierigen Augen und schmierigen Fingern. Brauchen Sie irgendwas? Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Darauf können Sie wetten. Es gibt einen einfachen Sicherheitsmechanismus hier auf der Brücke, den man anwenden kann, um zu verhindern, dass Leute hier in diesen Raum schleichen. Er nennt sich den Kopf drehen. Okay, ich will das nicht euch beiden anlassen. Die sind wahrscheinlich konzentriert auf ihre Anzeigen und so weiter. Wobei, wenn wir hier im Orbit sind, müssten sie eigentlich wahrscheinlich nicht, aber okay. Lass uns nicht darüber. Hier ist ja unser Ausgang, ne? Das heißt, jemand ist hier reingekommen. Die Tür hat sich geöffnet. Hi. Ich nehme mal eben Pock mit. Und raus. Okay. Ja, so ungefähr stelle ich mir das vor. Lassen wir das. Okay. Wir müssen also warten, bis wir kontaktiert werden. Alles klar. Ich hole mal eben unsere Einsatzteams zurück. Mission erfolgreich. Mission erfolgreich und Mission erfolgreich und schicke sie direkt wieder los zu den nächsten Missionen. Dankeschön. Und ich hole mal eben unsere Belohnungen hier ab. Zack. Ein paar Forschungspunkte und ein paar Mineralien, die wir bekommen. Element Zero, Beryllium und Titan. Und was ich mal gerade machen wollte, nur mal so aus Juck und Dollerei. Wir haben ja mittlerweile wieder 2216. Ne? Erbe plus. Ja. Beinschutzerbe plus. Helmerbe plus und Brustpanzererbe plus. Der fängt jetzt aber nicht wieder. Doch. Der fängt quasi wieder von vorne. Nee. Ich kann sagen, das Aussehen. Naja, gut. Ich erforsche mal ein bisschen, nämlich eins. Dann zwei. Okay. Und dann drei. Okay. Und dann vier. Schwupp, schwupp. So. Schadenswiderstand, Gesundheitsregeneration, Schildregeneration. 10 Platin brauchen wir dafür. Wir haben ein bisschen was an Platin. Das heißt, wir können vielleicht... Ne, wir sind jetzt Stufe 41. Ne, ich hatte ja gesagt, bis Stufe 50 wird es noch ein weiter Weg sein. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen... Pathfinder Helm 6. Schadenswiderstand, Waffenpräzision. Ich glaube, ich möchte die Reliktrüstung herstellen. Ich glaube, ich möchte. Was können wir denn da noch mit reinpacken? Moment mal. Mal kurz gucken, wir hatten doch ein paar schöne Dinge bekommen hier unten, oder? Ausrüstung, Kräftewiederherstellung, Tech-Kräfteschaden. Das zum Beispiel. Wir benutzen sehr viele Tech-Kräfte. So, Tech-Aufladetempo, Max-Schildleistung, auch nett. Ja, Auferstehung. Zack. So. Das war der Helm. Zurück. Dann den Brustpanzer. Rebellenbrustpanzer. Reliktbrustpanzer. Der Pathfinder-Brustpanzer hat sich nicht wirklich verändert. Okay. Schadenswiderstand, Gesundheitsregeneration, Schildregeneration und schnellere Schild- und Gesundheitsregeneration. Und ganz viele Verbesserungsslots. Alles klar.
Was packen wir nun da rein? Gesamtkomboschaden, Kräfte, Stärke, Max Gesundheit gefällt mir ganz gut. Schadenswiderstand für Brust hier gefällt mir ganz gut. Kampfkräfteschaden, Kampfaufladetempo, Kampfbiotik, Biotik. Erhöht die Waffenpräzision im bewegungslosen Stand um 10%. Tech-Kräfteschaden auch immer nett. Tech-Aufladetempo hat man ja, glaube ich, schon beim anderen. Aber nehme ich hier auch nochmal mit da rein. Okay, herstellen. Reliktpanzerung auf Erstehung 5, 6. So rum. So, dann noch Beinpanzerung. Reliktbeinschienen. Erbe 6. Bauplan wählen. Da packen wir rein Tech-Kräfteschaden, Tech-Aufladetempo, Max-Schildleistung. Und wir packen rein Schildregeneration. Dankeschön. Und nicht zuletzt dann auch die Arme. So, Relikt-Armschützer. Nee, das ist Rebellenarmschutz. Entschuldigung. Zack, Relikt-Armschützer. Und da packen wir rein, was packen wir da rein? Kräftestärke, maximale Gesundheit. Und wir packen rein beim Schweben 35% Kampfschaden. Oh ja, der Flugleistungsoptimierer gefällt mir. Herstellen. So. Habe ich jetzt einfach mal gemacht. Nachdem ich es lange vor mich hergeschoben habe. Und jetzt ziehen wir die guten Stücke auch noch an. Relikthelm auf Erstehung. Reliktpanzerung auf Erstehung. Reliktpanzerung auf Erstehung. Und Reliktpanzerung Erbe. Na ja, gut. Wow. Wow. Das ist krass. Und hier können wir noch eine Mod mit reinpacken, aber die Mods waren ja alle nicht so... Na, die waren ja alle nicht so mein Geschmack. Leider. Halleluja! Wir haben eine neue Rüstung und sie sieht episch aus. Gut. Wir müssen also warten, bis Phoebe sich wieder bei uns meldet, bevor wir irgendwas tun können. Ich hatte gehofft tatsächlich, das wäre jetzt einfach ihre Quest, aber es verzögert sich leider. Noch weiter. Nun gut. Nun gut. Wir sind jetzt im Orbit von Kadera. Danke. Die Jagd auf den Archon. Moment mal. Das ist für Korra. War da nicht noch was mit... Moment mal. Eine Sekunde. War da nicht noch was mit den... Das war nicht bei zusätzlichen Aufgaben. Helios Aufgaben. Tempest. Oh, wir müssen Vetrally Snacks bringen. Noch ein Mass Effect Nieser. Schön. Allergie ist wundervoll im Sommer. Vetra steht da hinten, oder? Ich habe das Popcorn und dieses Graxen, was auch immer das ist. Vielen Dank. Ich schulde Korra etwas dafür, dass ich ihren Zugangscode benutzen durfte. Das wird bestimmt lustig. Wie früher, als Sid noch klein war und wir uns gemeinsam Videos angesehen haben. Okay. Wann machen wir denn den Filmeabend? Ich meine, okay. Ja, na gut. Vermutlich irgendwann dann. Verbündete und Beziehungen. Nee, nee, das war das auch nicht. War das nicht eine Nexus-Aufgabe? Weltraumangriffe auf Nexus-Schiffe untersuchen. Drei Säbel. Ja, das können wir gerade mal machen. Bevor wir jetzt andere Planeten anfliegen, würde ich gerne erstmal ein bisschen die Quests aussortieren, die wir haben. Aber,
Diese ZK-Satelliten müssen wir auch noch weiter verfolgen, oder? Sind jetzt im Orbit von Kadera. Leben im Grenzgebiet, hier im Yoba-System. Anomalie auf den Sensoren. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Was? Nein. Oh nein, ich bin zum Planeten geflogen, statt die Sonde auszuschicken. Dabei war da der Sondenanzeiger. Hier, ich will da eine Sonde hinschicken. Erhalte Scandaten. Ich kombiniere die Daten mit unseren bisherigen Erkenntnissen. Die Charis war ein Transportshuttle mit einer vollen Ladung Vorräte. Laut der letzten Übertragung des Schiffes verirrte es sich nach einem Ausfall des Navigationssystems infolge einer unerklärlichen Störung. Die Schäden an der Hülle legen nahe, dass es kurz nach Abreißen des Kontakts mit der Nexus Feindkontakt hatte. Status zerstört. Und wo noch? Leben im Grenzgebiet da unten. Wieso untersuchte Orte 2 von 4? Ich habe das hier untersucht. Ja, die Geißel. Die habe ich ja fast komplett vergessen. Etwas. Sonde gestartet. Ich habe etwas gefunden. Das müsste uns eine endgültige Position liefern, Ryder. Ich hab's. Ich schicke Ihnen sämtliche Daten auf Ihr Universalwerkzeug. Dankeschön. Das Schiff, das Mineralien transportierte und seine gesamte Crew wurden auf der Nexus erwartet, haben aber nie angedockt. Man ging davon aus, dass es in der Geißel verschollen war. Die Analyse kommt zu dem Schluss, dass möglicherweise die Navigationssysteme der Daisy manipuliert wurden. Okay, jetzt haben wir den drei Säbeln zu ihrem Versteck auf Kadera yes, okay. Okay. Ab nach Kadera. Vermutlich wieder eines von den Gebäuden, die wir schon mehrfach besucht haben. Vielleicht ja jetzt tatsächlich die hintere Ecke, wo ich zuerst den Architekten vermutet habe, wo dann aber kein Architekt gewesen ist. Aber da waren ja noch die. Ja, da waren ja noch diverse Gebäude, die im Prinzip keinen Sinn hatten. Könnte sein, dass jetzt vielleicht ein Sinn hinzugekommen ist. Wenn man nur auch auf Kadera quasi direkt starten könnte da unten und nicht erstmal hierhin muss, um dann in die Slums zu fahren, um dann bei den Slums rauszurennen. So, auf geht's. Und die Richtungsanzeige geht nach Nord. Ja, ganz leicht nach Nordosten? Nee, das ist nur der... Achso, das ist der Anzeiger hier. Für den Ort, wo wir raus müssen. Jetzt mal gucken, wo es sich aktualisiert. Plups. Dahin? Ja. Ja. Ich hatte recht. Es ist nämlich genau der Ort, den wir gesucht haben. Also, den wir schon mal besucht haben.
Guck dir diese Rüstung an. Guck dir diese Rüstung an. Die ist so cool. Na, dann gucken wir mal. Unsere drei Säbel. Ist auf unabhängige Gesetzlose registriert, Pathfinder. Ich rate zur Vorsicht. Unabhängige Gesetzlose registrieren ihr Bergungsgut natürlich auch regelmäßig. Würde ich auch machen, wenn ich ein unabhängiger Gesetzloser wäre. Erstmal die richtigen Formulare ausfüllen, um dann auch wirklich das, was ich gestohlen habe, als mein Eigentum zu deklarieren. Das ist wichtig. Sonst könnte ja jeder kommen und es mitnehmen. So, schick mir mal ein paar Grüße da hoch. Das sind Salarianer. Verstärkung! Da. Und da. Wow! Achtung! Da. Da. Ihr seht es vielleicht ein bisschen unkonventionell, aber funktioniert. Da ist doch noch einer. Na komm jetzt. Na also. Erwischt. Ich glaube, das war's. Das sieht übel aus. Das sieht übel aus. Übrigens hier. Phoebe, wenn du Pock suchst, der ist hier vorne. Säbel-Memo. Ich will nichts davon hören. Sie wussten alle, dass es den Bruch mit der Nexus endgültig macht, wenn wir Yale stürzen. Kein großer Verlust. Die Zitze war ohnehin ausgesaugt. Die Unabhängigkeit ist nicht nur die klügste Option, sondern auch die einzige Option. Wir haben jetzt die Ausrüstung und die Freiheit, um den Laden zu übernehmen. Angara? Kein Problem. Yale soll angeblich auf Eos sein. Vergessen Sie ihn. Er wird nicht reden. Wenn er etwas sagt, deckt er nur seine Beteiligung auf und die Beteiligung der Nexus. In diese Position wird er sich nicht bringen. Cochrane. Sie haben Ihren ehemaligen Anführer also abgesetzt. In der Tat, das haben Sie getan, ja. So, nochmal ein paar Überreste mitnehmen, neue Scharfschützengewehrmunition. Und hier sind wir am Ort, an dem wir sein wollen. Ruffjin, Sie haben unsere Ruffjin als Trophäen mitgenommen. Wie konnten Sie nur? Eine Kiste mit von Angara hergestellten Objekten, darunter traditionelle Ruffjin. Ein umhangähnliches Kleidungsstück. Blutspuren auf den Objekten lassen vermuten, dass sie den Angara abgenommen wurden, die drei Säbel angegriffen haben.
Moment, das haben wir unten schon gelesen. Dieser ehemalige Anführer, Yale. Er ist auf Eos. Er war ihre Verbindung zur Nexus. Ich wette, er kann uns einiges über das alles erzählen. Ich speichere alles, was wir gefunden haben, als Beweis. Es wird uns mit Sicherheit noch nützlich sein. Und jetzt müssen wir mit Yale auf Eos reden. Okay. 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 Oh, okay. 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 Alles klar. Ich versuche gerade meine ganz leichte Frustration über manches Questdesign zu verbergen. Es ist kein gutes Questdesign, wenn eine Quest daraus besteht, gehe zu Platz X, der eine Weile braucht, bis man ihn erreicht hat. Okay, du hast Platz X erreicht, du hast drei Gegner getötet. Hier ist eine Information, die führt dich zu Platz Y. Der ist, da musst du erstmal eine ganze Weile hinreisen und es dauert ein bisschen, bis du da bist. Ja, du hast an Platz Y einen Gegenstand gefunden. Dieser Gegenstand deutet auf Platz Z hin. Und um Platz Z zu erreichen, musst du erstmal eine ganze Weile reisen und gucken, dass du da hinkommst. Ja, eine Questreihe dauert so vielleicht eine Stunde. Aber effektiv besteht sie aus ungefähr 5 bis 8 Minuten Dingen, die man tatsächlich tut. Alle Systeme im grünen Bereich sind jetzt im Orbit von Kadara. Und ja, wir haben eine E-Mail von Pibi. Moment. Unrider von Pibi. Hey, ich habe jemanden gefunden, der uns helfen kann, Pock zu finden. Man müsste ihn allerdings erst überzeugen, wenn wir nach Kadara Port kommen. Treffen Sie mich bitte in der Bar, ja? Holen wir meinen Bot zurück. PB. Und ich überlege die ganze Zeit, ob das vielleicht mein Fehler ist im Ansatz, wie ich dieses Spiel spiele, weil ich ja erst einmal alles abgrase, aber es wäre ja unerheblich. Es ist unerheblich, wie wir es machen. System. Heimat von Eos und Prodromos. Ob wir jetzt Eos schon komplett abgegrast hätten oder nicht, diese Quest würde uns trotzdem von Planet zu Planet schicken, immer wieder in längeren Reisen und dann wieder zurück zum nächsten Planeten. Und dann bist du gerade von dem Planeten gestartet, auf dem du eine Quest erledigt hast. Und kriegst eine E-Mail oder eine Nachricht, dass du bitte genau auf diesem Planeten bitte wieder runter sollst, um noch eine Quest zu erledigen. Nein, nein, nein. Leite sie klug ein. Die Werte passen, alles ruhig. Das ist natürlich Jammern auf hohem Niveau, ne? Also das Spiel macht echt Spaß. Aber es gibt so ein paar Aspekte daran, wie... Die hätten nicht sein müssen. Immer das gleiche hier. Der Bildschirm wird kurz schwarz und dann stehen wir hier. Na gut, wo müssen wir denn hin? Hier, wo wohnt der gute Mann denn? Ich sehe gerade gar nichts. Da. Da. Direkt hier. Aber wenn ich so auf die Folgenzeit gucke, dann würde ich sagen, wir suchen beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal bis gleich. Tschüss.